und lässt sich somit in die große Kunstgeschichte einreihen. Wir hatten zu Hause einen Garten. Ich habe den Garten verflucht zu Hause, weil ich da immer drin arbeiten musste. Auch schon als Zwölfjähriger musste ich umgraben und so weiter mit meinem Großvater. Meine Freunde durften irgendwie nachmittags losrennen, irgendwo was Wildes erleben. Und ich habe das dann nicht gemocht. Aber ich, als ich dann hier, das, als wir das kauften, wusste ich, ich liebe eigentlich einen Garten. Und dann haben wir den da vorne angelegt, schon im selben Jahr. Haben da Kartoffeln gepflanzt, weil ich wusste, das geht. Das kann man sofort also in einen Soden sozusagen reinpflanzen, also wenn der umgebrochen ist. Und so hatten wir dann einen Garten. Und dann kamen die Blumen dazu und dann habe ich die auch gemalt und so. Also es war nicht geplant von Anfang an. Wir wollen arbeiten. Wir wollen also ein Jahr da bleiben, ja. Und dann Work and Travel machen, also ein paar Monate auf Farmen arbeiten oder irgendwie ja. Kellnern oder und so. Farmen? Ja, Farmen. Ja, das, was ja, ich ist halt anbiete. Ja, ihr beiden nur? Oder? Ja, genau, nur wir beide. Ja. Also man lernt bestimmt immer wieder mal neue Leute kennen. Ja, aber ja, hoffentlich. Ne? Aber ihr habt doch gar keinen Führerschein, ihr könnt doch gar nicht Auto fahren. Ja, aber ich mach bald. Also ach. Ich habe vor, jetzt in der kommenden Zeit meinen Führerschein zu machen. Ja. Und damit wir uns da auch ein Auto mieten können oder so und dann rumreisen. Ja, ja. Ja, bei den Schafen? Ja, genau. Mir bedeutet Familie viel, ohne dass ich es sage nach außen. Ich muss aber nicht meine Familie ununterbrochen sehen und so, das muss ich nicht. Aber ich bin immer in einem langwelligen Kontakt zu allen, finde ich schon. Und wenn etwas scheitert wieder oder etwas auch wieder toll wird und so, das berührt mich dann sehr. Und das tangiert mein Leben am meisten von allen. Und auch ich brauche das. Ich brauche Freunde, ich brauche Familie, ich brauche Leute, mit denen ich mich unterhalten kann und auf denen, die ich mich verlassen kann auch, die ich liebe und die mich lieben. In einer gewissen Weise und so. Und dann bin ich schon zufrieden. Das ist der Sohn ihres Bruders. Mhm. Unglaublich hübscher Kerl. Ja. Und wie alt ist Barbaras Bruder? Der ist so alt wie ich. Ja, und auch schon älter. Und der sieht so ein bisschen so aus wie Tom Cruise. Gefällt euch der? Ja. Ja. Brunnen. Ja. Ich bin ein ziemlich einsamer Mensch, so in einer gewissen Weise. Das ist ja, diese Tätigkeit ist ja schon einsam, nicht? Das ist ja immer irgendwie, du bist, da kannst du nicht noch einen anderen mit einbinden, das geht gar nicht. Du arbeitest jetzt zum Beispiel im Team, nicht? So, ich kann kein Team bilden, das geht nicht. Ich habe Freunde, ich habe Künstlerfreunde auch und so, ich tausche mich mit denen aus. Ich spreche sehr gerne über Kunst und so und was der eine davon hält und davon hält. Und so alles das interessiert mich sehr. Da bin ich, aber im Prinzip muss man seine Sache selbst machen, ganz alleine. Man freut sich immer darauf, wenn man ihn treffen darf, wenn man ihn besuchen kann. Und gegen Ostern, ich weiß, Ende März kommen Fußmanns wieder und dann trifft man sich und geht da nach Gelting zu Besuch. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Aber das, was ihn eigentlich beschäftigt und was zu seiner Kunst führt, das verbirgt er uns, da bin ich ganz sicher. Und insofern macht er vieles mit sich selber aus.
Und das ist aber auch gut so. Das finden wir auch ganz akzeptabel. Und wir müssen auch nicht von halbgaren Bilderplänen etwas erfahren, bevor die Werke nicht gemalt sind. So. Da ist mehr Wind drin. Da hinten der Wind, wo ja. mehr Wind drin ist. Da ist mehr Wind drin. Ja, das stimmt. Ja. Seltsamerweise ja. Aber hier ist ja auch schon schwer was los. Aber trotzdem, da ist mehr Wind, ja. Ist es denn schon trocken? Das ist trocken, ja. Ja. Jenes nicht. Hm? Also wenn du da dran fasst, müssen wir, ja. muss ich reparieren. Der alte Mann und nichts mehr. Ja, nein, das ist ein Liebespaar vor dem ja. tosenden Meer. Hm. Nicht? Und das sieht man so ein bisschen. Siehst du? Druck versteht sehr viel von Kunst. Wirklich sehr viel und so. Und ist ein angenehmer Gesprächspartner. Und der mich oft besucht auch in Gelting und das geht ganz gut. Das sind ganz feine Arbeiten, die ich hier noch machen muss, aber nur ein bisschen. Also ich bin da dran. Mhm. Weißt du, dass die meisten Menschen diesen Zwerg nicht sehen? Ja. Die sagen immer, wo ist der Zwerg? Barbara, ja, hier, aber der Zwerg ist nicht sichtbar. Klaus Bußmann hat den Zwerg gleich mitgebracht. Nein. Ja, ja, hier ist er. Ja. Ja. Er hat ja auch früher gehandelt mit Kunst und so. Auch sehr umsichtig und sehr kenntnisreich. Also das ist schon toll. Ein toller Mann. Na ja, gut, es ist jetzt schon lange her und es ist auch ein bisschen anders geworden. Appetit! Danke! Andreas! So, lach! Also der erste Toast geht an Barbara Fußmann für diese großartige Bewirtung, für das Aufziehen des Gemüses und dem, was ihr daraus gemacht habt. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Danke. Prost! Dankeschön, Prost, Prost. Und der Toast gilt einem Herrn an diesem Tisch. Das ist Sebastian Drumm, der da sitzt. Ja. Weil er in diesem Jahr vor 31 Jahren mich zum ersten Mal zu Klaus und Barbara Fußmann mitgenommen hat. Ach. Und mich hier in dieses Haus eingeführt hat, woraus eine tolle Freundschaft und berufliche Beziehung schon über viele Jahre geworden ist. Also, lieber Drum, vielen Dank dafür. Ja, Sebastian. Alles Gute. Danke. Ja. So, Prost. Jeder, der... Ja. So, danke für die Hilfe. Wir sind soweit. Ich habe mit verwelkten Blumen angefangen. Es hat geregnet von morgens bis abends. Die Rosen waren alle zerregnet, alle kaputt. Ich habe sie abgeschnitten, ins Badezimmer gestellt. Es war sonst keiner in dem Haus und habe dann damit angefangen. Ich merkte dann, das ist ein Feld, was mich berührt und was mir gefiel. Also dieses zerfallende Leben, was dann nochmal die schönsten Farben hervorbringt. Also in schillernden Formen zerfällt die Blume von Rot zu Violett zu Weiß zu immer weiter zurück. Also die Blume, die zerfällt, ist die höchste Form der Trauer auch über das Vergehen des Lebens, dass das alles jetzt hier nur ein Narrenspiel ist und irgendwann sind wir weg vom Fenster und es ist nichts mehr von uns da.
habe einen guten Freund, der hat über mich geschrieben in irgendeiner Zeitschrift. Ja, wunderbar. Ich sage, schreib nicht, dass ich von Nolde herkomme. Nein, nein, er schreibt trotzdem da rein. Ich glaube, er hat manchmal Ähnlichkeit mit Nolde. Ich sage, wieso hast du das denn reingeschrieben? Ja, so, ach, ich sagte, ich weiß es auch nicht. Es war, die wollten das so ein bisschen so. Und dann hat er das dann da reingeschrieben. Ja. Aber die meisten wissen, dass es nicht wahr ist. Es gibt in der Kunst neben Revolution noch immer wieder Kontinuität. Und deshalb darf man eigentlich, wenn jemand in einer Kontinuität steht, das nicht negativ bewerten. Wenn ich zum Beispiel ein Mohn-Aquarell von Klaus Fußball und ein Mohn-Aquarell von Nolde sehe, sehe ich sofort den Unterschied. Das ist nicht dasselbe, das ist eine Kontinuität, die sich vorsetzt und die sich auch deshalb fortsetzt, weil natürlich ein Mohn, eine Mohnblume ist eine Mohnblume, ist eine Mohnblume, so einfach ist das. Ich finde, Leute kaufen Bilder mit den Ohren, ne, was die hören. Wer ist jetzt berühmt und wer ist gut und wer ist, was wert, statt selber zu gucken. Ich finde, es ist Zeit, dass er mehr Anerkennung bekommt. Also hier in Deutschland ist gut und es gibt sehr, sehr viele Leute, die es lieben, aber ich finde, es ist Zeit, dass die Welt, die interessiert ist an Kunst und Kunst lieben, wissen, wer Fußmann ist und was er macht. Ja, es ist Zeit, ja. Was heißt das jetzt? Ja, die Zeit ist da, sagte meine Mutter immer, wenn es anfing zu regnen oder zu schneien oder so. Und manchmal war das denn eben nicht. Das war im Mai oder so. Dann hatte sie auch die Vorstellung, es geht jetzt schon wieder in den Herbst. Das war falsch. So kannst du getäuscht werden. Es ist immer Zeit. Man soll einfach drauf losleben. Eigentlich, so wäre es so. Aber das sagt einem ja auch nichts, wenn man durch die Welt rast und von einer Stadt zur anderen und nur gucken, was da los ist. Machen manche fürchterlich. Und so. Es ist auch irgendwann Zeit, diese Welt zu verlassen. Ach Gott, ja. Du willst mich aber auch unbedingt jetzt in diese Ecke schieben. Ja. Ich verlasse die Welt noch nicht, aber ich werde dir Bescheid sagen. Das garantiere ich dir, dass du eine Karte kriegst vorher. Ich würde die noch mal tauschen, das und das mal.
schön sind zusammen, finde ich jetzt. Also die beiden, die würde ich mal ausprobieren. Also was ich schön finde, ist, dass das Weiß so wieder auftaucht, dass beide ja, so verschiedene ja. Szenen im Wald sind und dass die Selbstbildnisse jetzt auch mal ja. Da vorne einmal. Ja, einmal, ja. Nur einmal. Jedes Bild erzählt ja eine sehr persönliche Geschichte. So mussten wir so ein bisschen einfach ausprobieren, auch die richtige Mischung, hell und dunkel, die Farben und auch die Formate im Zusammenspiel mit unseren Räumen. Das Museum Barberini ist ja eine Gründung von Hasso Plattner. Und aus seiner Sammlung ist eigentlich der Impuls, diese Ausstellung zu zeigen, weil er sich früh für Klaus Fußmann begeistert hat. Und das war der Anlass. Und wichtig ist für uns natürlich jetzt auch der 80. Geburtstag und die Würdigung von Klaus Fußmann mit dieser Präsentation. Für eine Zeit gibt das Kunstwerk das Gefühl, dass die Welt einen Sinn hat. Also nicht einen Sinn für alle, für ewig, aber in dem Moment ja. Und das ist dann auch so stark, dass es also dann ja, eigentlich sozusagen uns alle hält jetzt. Das, was ich mache, gibt ein Gefühl des Überlebens, des jetzt im Moment. Die Tristesse des Umsonstlebens ist weg. If we could taste the freedom like little birds in flight, then I would glide beside you into the golden light.
If we could taste the freedom, like little birds in flight, then I would glide beside you inside.